Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich euch versprochen, heute zeige ich euch, wie ihr euch mit dem WLAN beim Samsung Galaxy A40 verbindet. Ich habe es euch ja im letzten Video gezeigt, wie ihr das bei der PlayStation machen könnt. Mein Test-WLAN habe ich ja ausgetestet, aber dafür habe ich jetzt das neue Samsung Galaxy A40. So, hier gehen wir in Play Store. Play Store. So, wir gehen in die Einstellungen, in die Samsung-Einstellungen. Wo denn sonst so schlaflos? So. Wir gehen mal in die Einstellungen. Wo sind die jetzt? Scheiß drauf, ihr drückt einfach lange auf dem WLAN-Symbol rauf. Bei mir ist das WLAN gerade deaktiviert. Deswegen geht ihr bitte auf WLAN aktivieren. Dann wird das aktiviert. Und dann seht ihr hier einmal PlayStation WLAN. Und jetzt seid ihr mit dem WLAN verbunden. Das war eigentlich schon alles. Aber halt. Jetzt zeige ich es euch richtig. Ich zeige euch einmal den Gastzugang. Nehme ich jetzt mal als Testweise. Und jetzt auf Verbinden drücken. Das ist doch Gastzugang 8.0. Das ist übrigens unser Passwort. Also so sollte das jetzt nicht starten, das Video. Doch. Speedpod-Gastzugang und jetzt seid ihr verbunden. Ich gehe mal wieder mit in meinem Hauptnetzwerk. Ihr könnt dann hier auf Erweitert gehen und auf Verwalten des Routers. Aber es geht ja nicht, weil ich im Gastzugang bin. Weil im Gastzugang, der Router sagt, ach, warum lasse ich den überhaupt auf meiner Webseite auf? Sorry, weil mein Magen knurrt. Ich habe ein bisschen Hunger. Mittag gibt es aber gleich. So, gehen wir mal auf Netzwerk entfernen und hier auch. Und die sind alle WLAN-Netzwerke in eurem. Zum Beispiel, das ist jetzt euer Netzwerk und dann gebt ihr euer Passwort ein. Das Passwort findet ihr unter euren Router oder auf einer Netzwerkkarte oder auf einen QR-Code, wenn ihr einen ausgedruckt habt. Ja. Oder wenn ihr einen scannt. Wenn ihr einen QR-Code scannen wollt, geht hier oben rauf. Und dann zum Beispiel Blitz nehmen. Also, Leute, das war's. Ciao.